Hallo ihr Krypto-Begeisterten, herzlich willkommen bei The Crypto Conqueror. In Kommentaren unter Videos zum Thema Bitcoin Mining liest man regelmäßig Aussagen, die da lauten, Bitcoin Mining lohne sich nicht mehr und es sei rentabler und sinnvoller, in Bitcoin direkt zu investieren. Begründet wird dies zum einen mit den Halvings, die ja regelmäßig zu einer Halbierung der Blockbelohnung führen, und zum anderen mit der stetig steigenden Hashrate. Ja, offensichtlich wird hierbei zu kurz gedacht und es liegt die Vermutung nahe, dass der gesamte Prozess zwischen Investition und Ertrag nicht bekannt ist. Außerdem wird ein weiteres wesentliches Glied in der Kette völlig außer Acht gelassen. Ja, ich habe mir gedacht, ich öffne heute einmal die Blackbox und wir schauen uns gemeinsam an, was passiert zwischen Investition und Ertrag und vor allen Dingen, auf welche Faktoren es hier tatsächlich ankommt. Wenn mein Beitrag euch weiterhilft, dann freut mich das. Freuen werde ich mich auf jeden Fall über euren Daumen hoch. Und wenn ihr zukünftig kein Video verpassen möchtet, dann abonniert am besten jetzt gleich meinen Kanal und vor allem aktiviert die Glocke hier unten rechts. Jetzt beachtet bitte noch die wichtigen Hinweise zum Haftungsausschluss und danach geht's direkt los. Die Informationen in diesem Video dienen ausschließlich zu Schulungszwecken und verstehen sich nicht als Aufforderung zur Investition in das vorgestellte Unternehmen. Dieses Video soll keine persönliche Beratung ersetzen. Ihre Investitionsentscheidung sollten Sie nur nach eigener Recherche treffen und nicht basierend auf den hier erlangten Informationen. Der Verfasser übernimmt ausdrücklich keine Haftung für etwaige finanzielle Verluste, die durch die Umsetzung der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen entstehen. Angaben zu erzielten Erträgen beziehen sich immer auf die Vergangenheit. Zukünftig zu erzielende Erträge können von diesen abweichen. Bitte handeln Sie stets verantwortungsbewusst. Beginnen möchte ich mit der aktuell laufenden Rabattaktion von Smart IT. Kunden, registrierte Interessenten sowie Nutzer des Smart IT Telegram Kanals haben die Info bereits zeitnah erhalten. Smart IT hat bei allen Einzelpaketen den Preis um 10% reduziert. Die reduzierten Preise sind im Shop entsprechend hinterlegt. Allerdings wird dies nur kurzfristig der Fall sein, denn das Ganze läuft nach dem Motto nur solange Vorrat reicht, und das Prinzip lautet daher: Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Hintergründe können wir hier nachlesen. Smart IT konnte ein größeres Kontingent an Minern zu einem günstigeren als dem aktuell üblichen Marktpreis einkaufen und diesen Preisvorteil möchte man an die Kunden weitergeben. Bei einer Investition von beispielsweise 10.000 Euro entspricht dies einem Nachlass oder Preisvorteil von 1.000 Euro und diese Einsparung kann man für sonstige Wünsche verwenden oder man erwirbt zusätzlich zwei Turbo-Pakete im Wert von derzeit zusammen 900 Euro, ganz wie es einem beliebt. Ja, soweit die Rabattaktion. Bevor sich die Blackbox öffnet, hier nochmal die Aussagen, die es zu bestätigen oder zu widerlegen gilt. Vielleicht liegt die Wahrheit aber auch irgendwo dazwischen. Bitcoin Mining lohnt sich heute nicht mehr und es ist rentabler, Bitcoin direkt zu kaufen. Ich versehe das mal mit einem Fragezeichen und der Frage, ist das wirklich so? Betrachten wir jetzt mal den Weg von der Investition zum Ertrag, öffnen also die Blackbox und schauen uns gemeinsam an, was dazwischen passiert. Ich habe den Prozess in drei Abschnitte aufgeteilt. Am Anfang steht die Investition, also der Kauf von Rechenleistung, womit man sich am Mining-Prozess beteiligt. Also dem, was da auf der Bitcoin-Blockchain passiert. Es werden Transaktionen geprüft, verifiziert, abgelegt, Blöcke verschlüsselt und so weiter. Die gekaufte Rechenleistung erbringt ein Mining-Ergebnis in Form von Bitcoin. Die Effektivität der Rechenleistung und des daraus resultierenden Mining-Ergebnisses ist variabel und wird von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen von der Difficulty. Die Difficulty passt sich an die gesamte Hashrate des Netzwerks an und bestimmt, wie viel Arbeit aufgewendet werden muss, sodass im Schnitt alle 10 Minuten ein Block gefunden wird. Ja, hier sieht man zu beiden die Charts und erkennt sehr schön, dass sie vom Verlauf her quasi identisch sind. Nun, ein weiterer Faktor ist das Halving, welches zwar nur alle 4 Jahre stattfindet, dafür aber einen nachhaltigen Einfluss ausübt.
Denn im Gegensatz zur Hashrate, die steigen und zumindest vorübergehend auch wieder fallen kann und wird, geht es beim Halving immer nur in eine Richtung. Die Belohnung je Block halbiert sich von Halving zu Halving. Da beißt dem aus keinen Faden ab. Letztlich kann man Abschnitt 1 wie folgt zusammenfassen. Steigt die Difficulty, sinkt das Mining-Ergebnis. Sinkt die Difficulty, steigt das Mining-Ergebnis. Halvings verringern das Mining-Ergebnis dauerhaft. Ja, im Hinblick auf die erwähnten Kommentare habe ich den Eindruck, bei nicht wenigen ist die Betrachtung an dieser Stelle beendet, was zu den eingangs erwähnten Schlussfolgerungen und pauschalen Aussagen führen kann. Es gilt aber zu beachten, das Mining-Ergebnis bestehend aus Blockbelohnung und Transaktionsgebühren ist nicht gleichzusetzen mit dem Ertrag. Kann es jetzt sein, dass das Bitcoin-Mining trotz steigender Difficulty und der Halvings heute und in Zukunft rentabler ist bzw. sein wird, als es in den vergangenen Jahren war? Die Antwort lautet ohne Einschränkung auf jeden Fall. Die Erklärung hierzu finden wir im zweiten Abschnitt. Ich habe diesen das Bitcoin-Dollar-Wechselspiel genannt. So, im zweiten Abschnitt kommen wir nun zu den Kosten und deren Begleichung oder anders ausgedrückt, die Mining-Betreiber müssen ihre Rechnungen bezahlen. Beispielsweise für Strom, Raumkosten oder Kapitalkosten, Personalkosten, Versicherungen und was auch immer. Ja, Ausgangsbasis sind die zuvor geschürften Bitcoin. Es ist weltweit üblich, zumindest ist es bisher so, dass die Kostenrechnungen in US-Dollar beglichen werden müssen. Und jetzt ist ja die Frage, woher nehmen die Miner diese US-Dollar? Ganz bestimmt ja nicht von ihrem Sparbuch, sondern sie müssen einen Teil der zuvor geschürften Bitcoins gegen Dollar eintauschen. Und dabei kommt es jetzt doch ganz entscheidend auf den Bitcoin-Kurs an, womit wir auch schon bei der Zusammenfassung zu Abschnitt 2 wären. Denn je höher der Bitcoin-Kurs, umso weniger Bitcoin müssen verkauft werden und umso mehr Bitcoin können anschließend verteilt werden. Je niedriger der Bitcoin-Kurs, umso mehr Bitcoin müssen verkauft werden und umso weniger Bitcoin können verteilt werden. Jeder, der auf dem Standpunkt steht, Bitcoin Mining sei in den Anfangszeiten deshalb rentabler gewesen, weil es noch 50, 25 oder 12,5 Bitcoin je Block an Belohnung gab, der sollte einen Blick auf diese Darstellung werfen. Wir sehen hier die Termine der bisherigen Halvings. Hier am 28. November 2012 war das erste Halving. Wir sehen den Bitcoin-Kurs zu diesem Zeitpunkt, der lag bei 12,35 Dollar. Auch wenn es vorher ein All-Time-High von wahrscheinlich um die 30 Dollar gab, so ist doch klar erkennbar, dass der Kurs vor diesem Halving natürlich immer unterhalb dieser 12,35 lag. Ja, selbst wenn wir jetzt hergehen und sagen, es wären hier immer ein Durchschnittskurs von 10 Dollar gewesen, dann wären das bei 50 Bitcoin je Block mal 10 Dollar, 500 Dollar je Block an Mining-Ergebnis. Ja, dann die Zeit vom ersten bis zum zweiten Halving sehen wir hier. Das war übrigens am 9. Juli 2016. Zu dem Zeitpunkt lag der Bitcoin-Kurs bei 653 US-Dollar. Auch hier gab es ein All-Time-High um die 1000 Dollar. Allerdings ist der Kurs dann danach wieder deutlich zurückgegangen, hier teilweise unter die 250 Dollar. So, auch wenn wir hier einen Durchschnittskurs festlegen müssten, dann liegt der von mir aus maximal, wenn wir großzügig sind, bei 500 Dollar je Bitcoin. Und bei 25 Bitcoin je Block macht das dann 12.500 Dollar an Mining-Ergebnis je Block. Und selbst wenn wir bisher gar keine Kosten berücksichtigen, dann ist eins ganz klar, höher wird das Mining-Ergebnis nie sein oder konnte das Mining-Ergebnis halt nie sein, wie eben diese 12.500 US-Dollar je Block. Ja, dann der Weg zum nächsten Halving am 11. Mai 2020, da lag der Bitcoin dann schon bei stolzen 8.752, auch wenn es hier ein All-Time-High gab, mit einem Kurs, glaube ich, um die 20, knapp unter 20.000 Dollar, war auch hier logischerweise der Kurs überwiegend in dieser Zeit unterhalb dieser 8,7. Wenn wir großzügig sind und hier sagen, lassen wir durchschnittlich 5.000 Dollar gewesen sein, mal die 12,5,
Bitcoin je Block, dann kommen wir hier eben auch maximal auf 62.500 US-Dollar je Block. So, wie ist aktuell die Situation? Wir haben aktuell einen Bitcoin-Kurs von rund 30.000 US-Dollar. Die Blockbelohnung liegt bei 6,25 Bitcoin je Block. Mal diesen 30.000, dann sind wir schon bei 187.500, also dreimal so viel wie während der Zeit vor dem letzten Halving. Das bedeutet nicht, die Anzahl der Bitcoin, die man je Block erhält, ist entscheidend, sondern wie viele ich davon verkaufen muss, um die Kosten zu decken, beziehungsweise wie viele mir davon übrig bleiben. Ja, und um das, was übrig bleibt, geht es im Abschnitt 3, denn diese können jetzt als Ertrag an die Mining-Betreiber und Investoren oder auch Kunden verteilt werden. Damit nähern wir uns jetzt der Antwort auf die Frage nach der Rentabilität des Mining. Haben die bisherigen Halvings das Bitcoin-Mining weniger rentabel gemacht? Immerhin halbiert sich mit jedem Halving die Blockbelohnung. Nun, die Antwort lautet ja, aber immer nur kurzfristig. Denn wenn sich beim Halving die Blockbelohnung halbiert, muss sich der Bitcoin-Kurs halt einfach verdoppeln. Damit ist die Auswirkung des Halvings eliminiert. War das bisher der Fall? Nun, das letzte Halving war am 11. Mai 2020. Wir haben es gerade eben gesehen. An diesem Tag stand der Bitcoin, nochmal zur Wiederholung, schauen wir uns diesen Chart an, bei rund 8.076 Euro. Und es dauerte bis Mitte Dezember, bis der Kurs sich verdoppelte, also so circa 7 Monate. Und ab dem Moment war der Kurs immer oberhalb dieses Wertes. Ja, und obwohl der Kurs heute eher schlecht als recht ist, ist er doch um das 3,5-fache höher. Wie man also sieht, kein Miner muss sich wegen des Halvings Gedanken machen. Der Bitcoin-Kurs wird es richten. Nun, anders sieht es mit der Difficulty aus. Sie ist nicht so leicht in den Griff zu bekommen. Sie sitzt den Minern wie ein gefräßiges Monster im Nacken und ist dabei immer gierig auf deren Bitcoin. Eine hohe Difficulty in Verbindung mit einem niedrigen Bitcoin-Kurs wird zwangsläufig zu schwächeren Mining-Erträgen führen. Im Moment befinden wir uns in einer solchen Phase. Dass dies dauerhaft so bleibt, ist unrealistisch und auf keinen Fall wünschenswert. Warum? Da komme ich gleich anschließend drauf zurück. Eine hohe Difficulty in Verbindung mit einem im Verhältnis mindestens doppelt so hohen Bitcoin-Kurs wird zu guten Mining-Ergebnissen führen. Dies wäre in der Tat ein wünschenswerter Zustand. Eine niedrige Difficulty in Verbindung mit einem hohen Bitcoin-Kurs würde zu hervorragenden Mining-Ergebnissen führen. Kurzfristig immer wieder möglich, dauerhaft leider eher nicht realistisch. So, kann das Bitcoin-Mining überhaupt unrentabel sein bzw. werden? Und falls ja, was wäre die Konsequenz und was würde das letztendlich bedeuten? Dass eine hohe Hashrate bzw. Difficulty nicht automatisch gleichzusetzen ist mit sinkenden Erträgen, haben wir bereits erfahren. Was aber bedeutet eine stetig steigende Hashrate? Es bedeutet doch, dass die Rechenleistung wächst, immer mehr Rechner ans Netz gehen, also die Investitionen ins Mining zunehmen und ganz ehrlich, kein vernünftiger Mining-Betreiber würde in eine Sache investieren, wenn diese sich nicht lohnen würde. Ich denke, das versteht sich von selbst. So, wir sehen hier den Hashrate All-Time Chart, das Ganze logarithmisch skaliert. Er gleicht so wie so eine Art Exponentialfunktion mit abflachender Kurve. Und wir sehen, dass am Anfang oder in den ersten 2-3 Jahren die Hashrate massiv zugelegt hat und dann so gegen 2014 mit dieser Kurve hier das Abflachen der Gesamtkurve begann. Nichtsdestoweniger dürfen wir uns aktuell auf dem historisch höchsten Niveau befinden. So, nehmen wir an, der Bitcoin-Kurs wird ab jetzt fallen und immer weiter fallen. Nicht schlagartig, aber dennoch stetig. Was wäre die Konsequenz? Die ersten Miner würden anfangen, ihre Geräte vom Netz zu nehmen, weil die Schürfergebnisse nicht mehr ausreichen, um die Kosten zu decken und Gewinne zu erzielen. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht alle Miner dieselbe Kostenstruktur haben. Nehmen wir mal an, ein Drittel der Miner hat meinetwegen
eine sehr günstige Kostenquote, ein Drittel liegt im Mittelfeld und ein Drittel bewegt sich im Kostenbereich halt am oberen Ende. Und das wären dann natürlich die, die jetzt ihre Geräte zuerst abschalten müssten. Ja, was in der Vergangenheit durchaus schon der Fall war. Unter normalen Voraussetzungen, das wäre, wenn der Kurs jetzt nicht ständig weiterfällt, würde jetzt eine Art Selbstregulierungseffekt eintreten. Da ja die Hashrate abnimmt, sinkt die Difficulty, die Schürfergebnisse werden wieder besser, sehr zur Freude der verbliebenen Miner. Ja, kommt es dann auch wieder zu einer Kurserholung, werden von denen, die zuvor ihre Rechner abgeschaltet haben, die ersten anfangen, ihre Rechner wieder ans Netz zu bringen. Was aber, wenn der Bitcoin-Kurs weiter fallen würde? Dann müssten immer mehr Miner ihre Rechner abschalten, bis am Ende keiner mehr übrig ist. So, was würde das bedeuten? Ohne Mining würde das Bitcoin-Netzwerk zusammenbrechen und der Bitcoin wäre tot. Und all die schönen Bitcoins, die wir in unseren Wallets wähnen, würden sich in Luft auflösen, denn ohne Mining kein Bitcoin. Wer also bisher geglaubt hat, die Hauptaufgabe der Miner bestünde darin, Bitcoin zu schürfen, der weiß es jetzt besser. Die Motivation dahinter dürfte aber durchaus damit zusammenhängen. Auch wenn sich durch Bitcoin Mining für die Mining-Betreiber gute Erträge erzielen lassen, sagt dies noch überhaupt nichts über die Rentabilität des Mining aus Sicht des Anlegers respektive Kunden aus. Und auch die Frage, was ist rentabler, Bitcoin Mining oder Bitcoin Direktkauf, ist damit noch nicht beantwortet. Dies kann allerdings nur anbieterspezifisch beantwortet werden. Aus Zeitgründen werde ich hierauf in einem weiteren Video eingehen und diesen Fragen am Beispiel des Anbieters SmartIT nachgehen. Hallo zusammen, schön, dass ihr bisher noch mit dabei seid. Ja, ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen. Gerne darf das Thema natürlich auch weiterhin kontrovers diskutiert werden. Ich jedenfalls freue mich über jeden diesbezüglichen Kommentar. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.